Hallihallöchen und schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge Conan Exiles. Jetzt auch endlich wieder mit Stacking Mod. Oh mein Gott, es ist passiert. Wir haben eine Stacking Mod gefunden und wir haben fertige Tierchen. Ist das nicht schön? Guck mal. Oh, ist der nicht süß, der Kleine da drin. Ja. Er ist gewachsen. Ich habe übrigens selbstständig dann noch danach herausgefunden, die brauchen Wildfleisch, die Hyänen. Und ich würde jetzt sagen, wir nehmen den jetzt einfach mal raus und machen ihn zu unserem treuen Schoßhündchen. Ne? Ja, mein Kleiner, du bist ja ein ganz niedlicher. So, da können wir auch sehen, was der so gerne frisst. Ja, 4 Stunden wird er uns jetzt zur Seite stehen und ich lasse ihn jetzt einfach mal mitlaufen. Aber eigentlich habe ich gar nicht so viel vor mit dem. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Fleisch hier raus, weil eigentlich brauchen wir es eh sonst nicht. Also das heißt, wir geben dem jetzt das einfach und dann kann er sich selbstständig ernähren. Ansonsten haben wir natürlich hier schon ein bisschen Mist gesammelt. Ja, wunderbar. Da können wir demnächst düngen. So, ansonsten habe ich ein bisschen Fleisch natürlich gefarmt. Das habt ihr ja gerade gesehen. Und ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen, die Basis zu erweitern. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Fundamente dabei. Die werde ich jetzt gleich mal dann setzen. Und ja, das ist jetzt das, was so in der nächsten Zeit ansteht. Also wir müssen hier unsere Mauer quasi abreißen, zum Teil zumindest. Und dann müssen wir hier quasi einen Durchgang bauen und hier dann eine neue Mauer hinsetzen vor den Pferch. Das ist jetzt eigentlich, ja, das, was wir so vorhaben. So ganz bauen können wir leider hier nicht. Also hier zum Beispiel da geht gar nichts, da können wir nichts mehr hinsetzen. Dann haben wir halt so einen kleinen Grasstreifen vor unserem Pferd. Das macht ja auch nichts, würde ich sagen. Ich finde, das sieht trotzdem ganz gut aus. Also wir werden jetzt quasi hier so ein bisschen gen Norden erweitern. Das ist unsere nächste große Mission. Vorher aber möchte ich ehrlich gesagt nochmal in die Midnight Grove gehen. Und da habe ich jetzt aber leider Gottes nichts dabei für. Das ist ein bisschen schlecht. Macht jetzt aber auch nicht so viel. Was heißt, ich habe nichts dabei? Ich habe diesen blöden Trank nicht, ne? Das ist unser Problemchen. Jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz nach oben. Ich weiß gar nicht, ob der... Kommt der dann mit? Schade, dass man dem keinen Namen geben kann. Ich würde ihn Schnuffipuff nennen. Naja. Aber dann bleibt er halt unten, der Kleine, ne? Wir hätten ihn aufheben können, glaube ich. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, ihn aufzuheben. Aber was soll's. Auf jeden Fall, soweit ich mitbekommen habe, ist es egal, welchen Tierpferch wir bauen. Das heißt, wir können einfach immer diesen ganz großen gleich mal basteln und dann da alle Tierchen reinstecken, die wir so haben möchten. Das ist auf jeden Fall auch mal eine ganz gute Sache noch zu wissen. So, hier haben wir noch ein bisschen Honig, den nehmen wir einfach mal mit und schmeißen den in unser Töpfchen hier. Ich habe vorher 1000 Fische oder so reingeschmissen, ist sofort instant despawned, ist sofort ins Nirvana gegangen. Also die fressen schon ganz schön, die Sklaven. Aber naja, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Die haben halt Hunger. So, jetzt auf jeden Fall kümmern wir uns mal um unsere Religion sozusagen. So, oh, da ist er ja. Mensch, direkt zum Gott gegangen. Er will sich opfern lassen, glaube ich. Die Mitternachtspotion können wir ja hier, glaube ich, gar nicht craften, oder? Oder können wir die hier craften? Schauen wir mal. Nee, hier nicht, aber vielleicht am Alchemiekessel. Ich dachte, die wäre auch craftbar. Möglicherweise haben wir aber auch noch nicht das richtige Rezept dafür. Das könnte natürlich sein. Jetzt gucken wir mal. Purpurlotus. Oh ja, da können wir das Ganze... Boah, krass. Krass, was wir hier alles basteln können. Gelblotuspulver. Oh, ach je. Okay. Das Gelblotuspulver könnten wir noch hinbekommen, aber das Blut weiß ich jetzt gar nicht. Und die mit Wasser gefüllte Flasche, die wird auch sehr interessant. Also ich glaube, es geht schneller, wenn wir einfach ganz kurz mal in den Süden schauen, eventuell. Und es da nochmal versuchen, weil hier haben wir eigentlich auch nur Dämonenblut und so Zeugs. Ich lage jetzt mal meine Geißelsteine hier ein, die brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Fürs Erste zumindest. Schau mal in den Süden, ich glaube Just Me hat da ganz gut vorgearbeitet, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken.
Schauen wir mal, was Just Me so vorgearbeitet hat. Vielleicht können wir da schnell eine Potion craften. Falls nicht, müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und nochmal zum Kind von Jebalsack laufen. Macht aber auch nichts, würde ich sagen. Ist auch kein Problem. Haben wieder ein kleines Abenteuerchen. Und ja. An sich Pet-Update, so mal so ein kleines Kurzfeedback. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich ein großes Feedback davon machen werde. Ruckel, ruckel. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht, ob ich da jetzt noch ein großes Feedback-Video drüber mache, aber so an sich, ja, es ist ganz nett, ne? Es ist ganz nett. Es gibt ein paar Mechaniken, die doch motivierend sein könnten. Ich sage jetzt mal ganz bewusst könnten, weil mega motivierend finde ich sie jetzt auch nicht. Also man kann sich halt Special Pets quasi in Anführungszeichen craften. Man kann sich Special Pets craften, wenn man denen quasi das richtige Futter gibt, dann haben die irgendwie eine Chance, dass die besser werden und dann spezielle Dekos haben. Aber ich finde es jetzt, wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht so megamäßig. Also das ist jetzt nichts, wo ich vom Stuhl falle und aufgeregt vor mich hin brülle. Wie geil ist das denn? Nein, also es ist cool, würde ich sagen, aber es ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise vom Hocker hauen würde. Man würde sagen, es ist nett. Aber nett ist halt auch der Bruder von Scheiße. Wobei Scheiße ist es nicht. Es ist schon okay, es ist schon cool. Es birgt ein bisschen Spielspaß, denke ich. Aber so auf Dauer weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben ja auch abseits davon noch genügend zu tun. So ist es nicht. Dementsprechend wird es auch noch ein bisschen weitergehen. Aber mal gucken. Ich kann aktuell echt überhaupt nicht sagen, wie lange diese Staffel von Conan Exiles noch gehen wird. Der Server wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Aber ja, keine Ahnung. Der Server wird bleiben, aber ob ich das jetzt auf YouTube sehr lange noch weiterspiele, ich kann es aktuell echt nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich merke auch einfach, die Reaktionen auf die Videos werden weniger. Die Views sind natürlich hervorragend, aber ich sage ja immer wieder, um Views geht es weder mir noch Nanok. Ja? Wir leben davon, uns mit euch auszutauschen, und wenn das irgendwann aufhört, dann gehen wir auch davon aus, dass irgendwie kein Interesse mehr vorhanden ist an den Projekten. Deswegen mal schauen, wie lange es noch geht. Ich kann es aktuell nicht abschätzen. Es kann sein, dass es jetzt noch ein paar Monate so weitergeht. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann jetzt dann im November möglicherweise mal vielleicht in eine Pause geht, wo wir dann mal nichts machen mit Conan Exiles, wo ich mich vielleicht dann auch, vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache, dann kann ich mich nämlich endlich mal mit Servermanagement mehr beschäftigen, weil das ist aktuell nämlich so eine Sache. Ich hätte super viele Ideen für den Server und ich weiß, dass das irgendwie auch scheinbar möglich ist, wenn ich mich so umschaue, was andere Server so haben. Aber ich weiß einfach nicht, wie man es macht, ne? Also ich würde mich dann tatsächlich in der freien Zeit mal mit dem Thema Modding sehr stark beschäftigen und würde dann auch mal versuchen, meine eigenen Mods zu schreiben und die dann auf den Server einzufügen. Würde mal gucken, ob wir nicht tatsächlich diesen PvP-Bereich hier basteln können auf dem Server. Das wären so Dinge dann, die ich dann angehen würde. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Ja, mal abwarten. Ich lasse mich da jetzt selbst so ein bisschen überraschen, weil ich selbst einfach nicht weiß, wohin die Reise gerade geht mit Conan Exiles. Spaß ist definitiv noch vorhanden. Aber zu tun gibt es auch noch genug, ne? Aber wie gesagt, wir machen das auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Resonanz eben darauf ist. So, jetzt weiß ich auch, wieso wir Dämonenblut reinigen möchten. Ha. Jetzt weiß ich das, super. Hier haben wir auf jeden Fall zumindest schon mal mit Wasser gefüllte Flaschen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Irgendwo, glaube ich, wir hatten hier mal Blut.
Ich glaube, wir hatten mal Blut hier. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das noch da ist oder ob ich das irgendwann mal weggeschmissen habe, weil ich einfach mir dachte, so ist ja völlig egal. Was wir machen können, wir können mal hier so. Ich glaube, die müssten auch Blut bringen, die Köpfe. Schauen wir mal. Also sie bringen auf jeden Fall Knochen. Vielleicht geben sie auch Blut. Schauen wir mal eben. Möglicherweise haben wir Glück. Ich möchte auf jeden Fall in den Dungeon heute laufen. Jawohl, wir haben Blut bekommen. Das ist doch schon mal gut. Warte mal, ich nehme mal kurz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Blut wir benötigen. Ach super, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Yeah! Woo! Olé! Na, das heißt, wir dürfen, glaube ich, wieder zurück in den Norden, oder? Sehe ich das richtig? Ja, natürlich ist es der Norden. Ich weiß nicht, wieso die Südbasis nie geradet wird. Mich nervt das eigentlich so ein bisschen, weil ich die Südbasis auch gerne mal verteidigen würde, aber irgendwie angeblich wurde da ja herumgewerkelt und gefixt, was die Purges betrifft, dass die zufälliger sind, aber bislang habe ich da ehrlich gesagt noch nichts von gesehen. Naja. Also, die Begeisterung, ihr merkt es, glaube ich, an meinem Tonfall, sie hält sich doch so ein bisschen in Grenzen. So, jetzt schauen wir nochmal. Trank der Mitternacht. Jawohl, jawohl, jawohl. 3 Bluthammer, Knochenmehl haben wir sicherlich auch noch irgendwo herumliegen. Und Gelblotus haben wir auch ein bisschen dabei jetzt dann. Dann können wir ja auch schon wieder in den Norden zurückgehen. Ja, ich habe jetzt echt, ich habe so viel Lust jetzt auf diese Purge. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich kann es euch gar nicht sagen, aber ausstellen wollen wir sie dann halt doch auch wieder nicht, ne? Weil es ist doch wieder so eine Sache. Die Leute wollen ja die Purge spielen. Es gibt sehr viele, die sich daran erfreuen, sage ich jetzt mal. Für mich ist es einfach nur noch nerviges Beiwerk. Insbesondere auch deswegen, weil bei mir seltsamerweise nie legendäre Thralls in diesen Purges spawnen. Keine Ahnung, ob ich Pech habe oder warum auch immer dem so ist. Aber es ist halt so. Hi, Schnuffelpuff. Oh, tschüss, Schnuffelpuff. Also, Schnuffelpuff ist überall und nirgendwo. Zumindest kommt es mir so vor. Okay, so. Dann gehen wir zurück in den Norden. Zeit für die große nächste Purge. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Wie die Uhr steht, sozusagen. Aber, ja. Wie gesagt, so begeistert bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht von diesem Update. Ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft. In Sachen Content. Aber ja, Conan Exiles wird immer irgendwie auf dem Kanal bleiben. Ich denke mal, selbst wenn wir uns dazu entscheiden sollten, dass wir mal eine Pause einlegen und vielleicht was anderes spielen eine Weile. Ich denke, Conan Exiles wird immer zurückkehren irgendwann. Und selbst wenn es mal eine Zeit nicht kommt, dann kommt es halt mal eine Zeit nicht. So. Na, nehmen wir auf dem Weg noch ein bisschen Fleisch mit, würde ich sagen. Schnuffipuff freut's, ne? Ja, dich freut's, wenn es ein bisschen exquisites Fleischchen gibt. Es ist immerhin, eine Sache ist schon mal gut, es gibt wieder eine Stacking-Mod. Das erleichtert das Spiel schon um einiges. Man weiß mich, wie gesagt, mich nervt sogar ein bisschen, dass das mit dem Gewicht dann doch immer so wenig wird dann. Also, dass man dann zu viel immer mitnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, eigentlich geht es mir echt nur um Stacking. Ich glaube, Stacking ohne Gewichtsreduzierung der Items gibt es, glaube ich, nicht. Falls es eine Mod gibt, die super funktioniert, dann teilt mir das gerne mit. Ich kenne keine. Leider. So, ich bin gespannt, wie das Tierchen sich im Kampf macht. Bestimmt hervorragend. ich glaube, unsere Hyäne wird diesen Tag hier nicht überleben. Aber ich möchte auf jeden Fall in die Midnight Grove gehen und da mir Pets holen. Ich weiß, die könnte man sicherlich auch woanders noch bekommen, aber
Dort weiß ich jetzt, da gibt's Pets, da gibt's zu 100% Pets. Und irgendwie ist es auch spannender, als wenn wir jetzt einfach durch die Wildnis laufen. Wenn wir uns einfach nochmal solo an der Midnight Grove versuchen. Das ist, glaube ich, lustiger. Vor allem, weil ich sie solo so gesehen noch nicht gespielt habe. Ich habe ja den mein Kritikvideo dazu gemacht, zur Midnight Grove. Ja, das habe ich im God Mode aufgenommen, einfach um das alles besser zeigen zu können. Und jetzt würde ich es gerne doch nochmal solo versuchen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das läuft. So. Lalala, lalala, wir müssen zum Mahlstein. Ja, greift mal ruhig an. Ich bin gleich da. Ich komme euch gleich zu Hilfe, meine Freunde. Aber jetzt muss ich erstmal hier noch das Pulverchen machen. So, und dann können wir nach unten. Bis die mal zur Basis gewandert sind, bin ich 10-mal runtergelaufen. Oder runtergefahren mit dem Aufzug, besser gesagt. So, wir schmeißen uns schon mal Ambrosia rein. Ich habe natürlich wieder mal keine Religionsitems dabei. Ich bin echt eine Pflaume. Das wäre eigentlich die Gelegenheit, ne? Ich habe auch keine Keule jetzt dabei. Weil es kommt eh nichts Legendäres. Es kommt zu 100% nichts Legendäres. Das ist immer so. Wahrscheinlich wird ausgerechnet heute wird wahrscheinlich was kommen. Dann lache ich. Aber es wird nicht passieren. So, okay. Schnuffelpuff. Schnuffelpuff? Komm, egal. Mach mal alleine. Hallo. Das ist aber kriminell. Schnuffelpuff, mach sie fertig. Oh, Janos ist auch schon am Schlüssel. Jawohl, das läuft doch gut. Da Linsia. Oh, die sind weit ausgerückt. Die sind sehr weit ausgerückt diesmal. Das finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. So. Oh, ich glaube, wir haben hier ein bisschen Ärger. Warte mal, wo sind die denn? Achso, das ist der Linsia. Also das funktioniert scheinbar besser, dass die tatsächlich ausrücken. Das habe ich jetzt so in dieser Art und Weise auch noch nicht erlebt. Dass die so weit rauslaufen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich finde das gut. Ne? Also positiv. Positiv auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv positiv. Oh. Definitiv positiv, dass die selbstständig ausrücken und kämpfen. Auch wenn die jetzt, auch wenn Dalinsia, obwohl sie eigentlich Schwert und Schild hätte, sogar ein Sternmetallschwert. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Könnte aber auch sein, dass Jasmia das gegeben hat. Also das finde ich durchaus positiv. Auch hier, ne, die machen ihren Job sehr gut. Die Leute. Trotzdem würde ich gerne, ja, jetzt haben wir's. Mitternachts blaue Blume. Das ist auch irgendwas, was man, oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Ist das was Neues? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ah, da steht nur einer, oder? Ist das ein Purgy? Nee, das ist der Linsia. Also irgendwo scheinen hier noch welche rumzukrebsen. Krebsen im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, nee. Chimärische Kämpfer. Hallo? Ach, da ist noch einer. Okay. So, die sammeln sich neu, offiziell zumindest. Ich denke mal nicht, dass sie das tun werden. Das heißt, wir sind fertig hier. Aber cool, dass die jetzt wirklich sich hier bewegen und tatsächlich ein bisschen mehr machen als sonst. Wobei ich nicht weiß, ob das daran liegt, dass ich hier jetzt was entfernt habe und die eben diesen Punkt hier genau angegriffen haben. Das könnte natürlich
Das könnte natürlich sein. Wie viel Schaden hast du jetzt eigentlich bekommen? Das geht eigentlich, ne? Also die sind schon sehr stark gegen Purges, die Tierchen. Könnte man ja so eine kleine Anti-Purge-Armee tatsächlich irgendwann mal basteln. So. Also ich denke mal, die werden zwar jetzt nochmal kommen, aber die werden nichts mehr anstellen, denke ich. Aber lief ja an sich relativ gut. Also kann man sich echt nicht beschweren. War eine schöne Purge. Spielerisch komplett sinnfrei, aber an sich ganz schön. So. Dann gucken wir mal, dass wir uns diesen blöden Trank jetzt herstellen. Blut kriegst du hier, da kriegst du das noch. Und jetzt müssen wir es eigentlich, ja. Jetzt müssen wir eigentlich, genau, einen Trank können wir herstellen, müssen wir nur noch. So, schwupps. Und dann kann der hier auch schon loslegen. Schauen wir mal, ob da noch was Großartiges jetzt passiert. Aber irgendwie kann ich es mir nicht so ganz vorstellen. Ich bin vor allem gespannt. Das kann man jetzt nämlich auch ganz gut von hier oben aus testen. Ob die von selbst ausrücken oder ob das jetzt an irgendwas anderes gebunden war sozusagen. Aber dazu müsste jetzt erstmal die Purge kommen. Die Frage ist, wo bleibt sie? Ja. Ja. Also passiert jetzt nicht ganz. Ah, da kommt mal was angeschlendert sozusagen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also sie kommen jetzt hier so langsam, aber sicher angeschlendert, die beiden. Kommen die von der anderen Seite auch noch? Da sehe ich jetzt nichts. So, sie werden automatisch beschossen. Aber die rücken jetzt nicht aus, ne? Das finde ich doof. Aber die Bogenschützen verhalten sich gefühlt glaubwürdiger. Also der eine ist jetzt hier richtig rübergelaufen, um die attackieren zu können. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Finde ich nicht schlecht. Also es hat sich doch ein bisschen was getan scheinbar in der KI der wunderschönen, freundlichen NPCs. Okay, ich möchte noch ganz kurz meine Waffe hier reparieren. So, und... Oh. Ach, gehärteter Stahl. Muss ich erstmal wieder herstellen, ne? Ja, es ist jetzt alles so ein bisschen... Dadurch, dass wir jetzt einfach... Mit diesem ganzen Gepätsche und Gemache, das ist irgendwie sehr viel auf der Strecke geblieben, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, dann kümmern wir uns einfach in der nächsten Folge um neue Pets. Und das war jetzt einfach mal so eine kleine Zwischenfolge sozusagen, so eine kleine Vorbereitungsfolge mit ein paar schönen Erkenntnissen und einem ziemlich hässlichen Pet. Ne? Ja. Na, eigentlich ist er süß. Eigentlich ist er süß. Eigentlich kannst du gegen den überhaupt nichts sagen. Psst. Eigentlich kannst du gegen den überhaupt nichts sagen. Der ist einfach toll. Schnuffi Puff ist toll. Er hat sich sehr stark für mich eingesetzt. Ich glaube, Schaden hat er keinen gemacht. Aber er war da. Das ist das Wichtigste. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder mal bei dir fürs Zuschauen. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.